Leute, willkommen zu einem neuen, wunderbaren Video. Ihr habt alles richtig gemacht, seid auf einem schönen Video bei Colin und Dennis TV gelandet. Heute gibt es was Cooles, denn wir haben mal wieder eine neue Marke in unser Testsortiment aufgenommen. Und zwar gibt es heute etwas von Sumacum. Ist vielleicht vielen Leuten Namen. Wir waren gerade Hauptsponsor bei der Darts-WM, die sehr gut gelaufen ist im Fernsehen. Und wir testen jetzt mal ein paar Eisteesorten von denen. Performance-Eistee, also mit starkem Koffeingehalt, wie ein Energy-Booster. Als erstes haben wir uns welche Sorte rausgesucht? Wassermelone. Das hört sich richtig geil an. Wassermelone-Eistee kann nur geil werden. Wir gucken mal, was Sumacum so kann. Bis gleich. Wir sind zurück. Also wir testen heute das erste Mal was von Sumacum. Keine Partnerschaft sind wir eingegangen. Gibt also auch einen Rabattcode, Colin und Dennis. Damit spart ihr 15% im Shop. Seht ihr alles in der Videobeschreibung. Jetzt wird erstmal aber getestet für euch, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Colin reißt den Kram schon auf. Wir haben uns hier einen richtig krassen Shaker gegönnt. Schön Edelstahl, schön mit Sichtfenster. Das Einzige im Nachhinein, hier sind schon Eiswürfel drin und dir frieren die Hände ab. Also ein doppelwandiger Edelstahl-Shaker wäre noch eine Nummer geiler gewesen. Einmal dran riechen. Riecht erstmal schön süß, ne? Ist also kein Zucker zugesetzt. Dementsprechend bin ich gespannt. 500 Milliliter. Pro eingehäuften Löffel. Wo ist sie? Da ist die 500. Das ist mal geil hier mit diesem richtigen Klarglas-Sichtfenster auf der Seite. Siehst du perfekt, wo du hin musst. Es ist kein Sieb drin, sondern es hat so einen coolen Plastikball. So. Colin haut einen. Und drehen mal um für euch. Einen gehäuften Löffel rein. Platsch. Lohnig rot, würde ich sagen. Also Lautstärke-Kulisse könnte gleich ein bisschen anders abgehen. Dies, das, Ananas. Ach nee, Wassermelone. Dies, das, Ananas. Ja, der Shaker hat hier oben im Verschluss so eine Gummidichtung. Es rastet aber nicht richtig ein. Also beim Shaken schon Finger drauf halten, denke ich mal. Und für einen Rucksack könnte es auch schwer werden. Also 200 Milligramm Koffein, voll wie ein Energy. Dementsprechend, kleiner Schluck zur Probe. Mir fällt ein scheiß Eiswürfel ins Glas. Super. Wollen wir tauschen? Nee, deswegen brauche ich eigentlich ein Sieb in meinem Shaker. Weil ich keinen Bock auf diese Eiswürfel habe. Eiswürfel drin. Einmal probieren. Okay. Bin gespannt. Prost. Oh, das riecht. Das riecht aber schön nach Melone. Im ersten Moment denkt man, oh, wir haben schon Energy-Sorten mit Wassermelone geschmeckt, die stärker sind. Du schmeckst aber hier den Tee, weil es ja ein Eistee ist. Es ist ja kein Wassermelonen-Fruchtgetränk, sag ich mal. Sondern es ist ein Eistee. Also der Geschmack ist ein bisschen milder. Ne? Du hast nicht so richtige Fruchtpower, du hast aber schön den Teegeschmack, der mitschwingt. Und am Ende erkennst du auch die Wassermelone raus. Ja. Das ist mal was ganz anderes. Mhm. Ich finde es geil, es ist nicht zu süß. Es ist so ein gutes Mittelding. Nee, ich finde, da hätte ich noch ein bisschen Süße gekonnt. Ja, noch süßer? Ja. Ich will einmal schnell gucken, da haben wir uns nicht vorbereitet, auf was für einer Teebasis das Ganze eigentlich läuft. Grünteeextrakt, ja, geil. Müssen wir bei den anderen vorher mal gucken, was da für ein Tee drin ist. Wenn man es weiß, schmeckt es grünteemäßig, ne? Also es ist, du darfst das jetzt nicht vergleichen hier mit Klasmo Wassermelone oder mit Gamers Only Wassermelone, weil es eben ein Eistee ist. Das ist schon eine andere Nummer. Also erster Eindruck, ich finde es ganz gut. Es ist, wie gesagt, kein Zucker zugesetzt. Es ist ein schöner Vitamin-Cocktail drin. Ich habe gerade gesehen, hier Ginkgo und was weiß ich was alles. So die ganzen coolen Öko-Geschichten, die alle so cool finden, sind hier auch mit drin. Ja, und es ist eben, du hast den Eistee-Geschmack, du hast aber eben trotzdem dein Performance-Boost durch die Vitamine. Dein Fokus ist klar, weil ordentlich Koffein drin ist. Preislich liegt es auch wie so ein Energy-Booster-Pulverdöschen, 30 Portionen. Das ist alles ganz okay, kann man ruhig mal in den Shop reingucken. Ja. Ich finde den Shaker ganz cool, der macht echt einen guten Eindruck. Eben der Tragelasche, das geht schon voll in Ordnung. Geschmack, ich mag es. Ich finde es echt ganz cool eigentlich. Ist mal was anderes eben. Eistee mit Fruchtgeschmack ist ja wirklich eine andere Sorte wie nur ein Fruchtgeschmack. Dann kommen wir mal zur Bewertung. Es ist jetzt nicht, ja, es ist aber auch jetzt gar nicht so leicht zu bewerten, weil du ja doch irgendwie den Vergleich hast von starken
Wassermelonen-Booster-Sorten, aber wie gesagt, es ist was anderes, es ist ein Eistee, Performance-Eistee. Als Eistee von der Idee finde ich es richtig geil, ganz ehrlich. Lass aber ein bisschen Luft nach oben, weil auch ein Eistee stark schmecken kann. Ich für beinahe 8 von 10. Ich finde den Wassermelonengeschmack gut gelungen, man schmeckt den Grüntee gut raus und man darf halt, ne, wir sind Energy-Booster-Fans und Tester, es ist Eistee, das darf man nicht vergessen. Den ersten Versuch, den wir jetzt so getestet haben, finde ich es ganz cool. Cooler Eindruck. Wir haben noch 2 Sorten hier. Auf die freue ich mich jetzt richtig. Ich finde es lecker. Ja. Ich gebe dem Ganzen eine 7,8995. Also eine 7,8 bei Colin. Auch fast eine 8. Wie du genervt von meiner Punktzahl bist. Wie gesagt, ich freue mich auf die anderen Sorten. Das werde ich immer mal zwischendurch trinken. Nichts, was im Regal stehen bleibt. Die haben auch nicht nur so einen Edelstahl-Shaker, die haben auch diese normalen Plastik-Shaker. Einfach mal reingucken. Link ist auch in der Videobeschreibung. Es werden dazu noch die anderen Videos natürlich kommen, weil ich da echt auch jetzt gespannt drauf bin. Das lässt man dann ja nicht im Regal stehen oder trinkt sie heimlich. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, einfach mal hier die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine schöne Push mit. Man kann liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und Zoomer kombinieren. Bringt jetzt mich fast aus dem Bild raus. Bis dann, Leute. Tschüss.